An dem Punkt möchte ich mich bei allen unseren Kunden bedanken für die Treue, für die Zuversicht immer wieder. Allen Neukunden, kommen Sie zu uns rein. Wir haben durchgehend von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Sie, denn Sie sind der Motor, der uns antreibt. Wow, was für ein tolles neues Auto. Ja, eine Weltpremiere steht mitten in Saarbrücken. Und wir haben keinen geringeren wie Marcello Porta, der uns das gleich mal das Auto etwas näher bringen wird. Wir stehen bei dem Autohaus Bunk in Saarbrücken. Wir haben zufälligerweise 50-jähriges Jubiläum. Und was macht das Auto so besonders? Das zeige ich Ihnen mal gerade, bevor der Marcello zu Wort kommt. Der ist schon hier Gewehr bei Fuß. Er hat einen Plug-in-Hybrid und der steckt auch hier drin. Marcello! Ja, Porta, ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, ganz, ganz wichtiges Auto, tolle Farbe. Ja, das ist Arktis Weiß Metallic, ist ein Effektlack, je nach Lichteinfluss ändert das Fahrzeug seine Farbe oder die Schimmerung und das macht das Fahrzeug zu einem ganz besonderen. Ja, ihr habt vier verschiedene Fahrmodi oder drei? Richtig, es gibt vier verschiedene Electric Vehicle Fahrmodi, das heißt, wir können bei dem Hybrid alle elektrifizierten Antriebsmodelle eigentlich vereinen. Wir können einmal den Hybridmotor nutzen. Hier ist der Verbrennermotor als auch der Elektromotor aktiv. Dann können wir, wenn wir zum Beispiel uns die elektrische Energie aufsparen möchten, können wir nur mit dem Verbrennermotor fahren. Die Batterie wird dabei gespart, sodass wir dann in dem nächsten Stadtinnenbereich ausschließlich mit Elektroenergie fahren können. Dann haben wir was ganz Besonderes, und zwar lädt sich das Fahrzeug auf Wunsch über den Verbrennermotor wieder auf. Das ist auch ganz sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt unterwegs war, hat keine Batterie mehr, fährt dann auf die Autobahn, weil man irgendwo anders einen Termin hat, kann dann mittels dem Verbrennungsmotor und der Bremskraftrückgewinnung die Batterie wieder laden. Und der vierte Modus ist halt der Hybridmodus, wo halt das Auto selbst entscheidet, wann Hybrid und wann Verbrenner. Ich zeige es mal ganz kurz. Das Besondere hierbei ist, wenn ich es drauf anlege, kann ich den nahezu komplett ohne Benzin fahren. Denn ich kann den abends immer wieder aufladen. Das hier ist so ein Stecker, wenn du mal gerade so ein liebes Thema rausziehst. Mittlerweile ist das standardisiert. Am Anfang war das noch nicht so ganz klar. So eine Ladebuchse, die kann ich mir auch zu Hause installieren. Richtig, genau. Wir finden jetzt hier um die Ecke auch die Wallbox. Die ist bei dem Fahrzeug optional mit dazu gibt. Die Wallbox muss natürlich von einem Fachmann installiert werden zu Hause, aber hier haben wir dann die Möglichkeit, das Fahrzeug nachts zum Beispiel innerhalb von 3 Stunden vollzuladen. Ja. Die Reichweite, die ist momentan angegeben mit 56 Kilometer, rein elektrisch. Ich persönlich fahre so ein Fahrzeug und ich muss sagen, in Kombination, wenn man ab und an mal in dem Hybridmodus auch fährt, schafft man sogar 76 bis 80 Kilometer. Okay, das heißt aber, wenn ich es drauf anlege, und das tun ja viele, die elektrisch fahren, ja, am Anfang gibt man natürlich Gas, weil der Elektromotor und der Verbrenner, die, ich sag mal, arbeiten dann Hand in Hand, da geht es richtig zur Sache, aber irgendwann will man Sprit sparen, ne? Ja, genau, ne? Also man hat wirklich die Wahl, ob man mit den 225 System PS, sage ich mal, Vollgas geben will und unterwegs sein möchte. Man kann aber auch mit dem Elektromotor unterwegs sein und wie gesagt, um die 50 Kilometer kommen Sie hier auf jeden Fall. Ja, wir gucken mal kurz hinten rein, denn das ist ein, ich sag mal, ein ganz toller SUV, den wir hier haben und der die Möglichkeit hat, nämlich auch was mitzunehmen. Ist der Kofferraum eingeschränkt jetzt durch die Batterie? Durch die Batterie ist er nicht eingeschränkt, nee, also nur bedingt. Wir haben hier unten drunter haben wir die Versorgungsbatterie für das Fahrzeug, weil vorne kein Platz mehr in der Motorhaube war aufgrund des Hybridantriebs. Aber das heißt, die Versorgungsbatterie ist die 12 Volt, die ganz normale? Die 12 Volt Batterie, genau. Ne? Also die normale Batterie ist ja, befindet sich unterm Fahrzeug, relativ tief, um auch den Schwerpunkt richtig zu verlagern. Und was wir hier ganz besonders haben, wir können den Kofferraum auch variabel gestalten. Wir können zum einen, ich darf es mal kurz vorführen, wenn du gerade hier bleibst, wir können den Kofferraum in der Größe verändern, indem wir die Rückbank nach vorne schieben. Somit haben wir dann auf jeden Fall mehr Platz im Kofferraum. Wir können ganz bequem von hinten aus, wenn du hier an der Seite rechts an dem Hebel ziehst, ich mach's mal gerade vor, können wir die Rücksitzbank auch umklappen, sodass wir eine extreme Variabilität im Kofferraum haben. Toll, wenn du mal gerade so lieb bist, da mal hochhebst. Ja, mal reingucken kann. Halt für die da ist die kleine Batterie mit da drin. Das heißt, Batterie mit drin. Und da ist auch ein Ladegerät. Es kommt mit einem 230 Volt Ladegerät? Es kommt mit beiden Ladekabeln. Also wir haben die Möglichkeit, einmal über die Wallbox mit dem mitgelieferten Kabel zu laden oder auch bei einer Schnellladestation
der Wahl. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über den Hausanschluss mit 230 Volt ganz normal in der Steckdose zu laden. Hier braucht das Fahrzeug dann circa 6 Stunden, bis es dann vollgeladen ist. Das heißt, wenn ich nachts reinfahre, über Nacht ist es dann morgens wieder voll. Warum? Weil nämlich diese Batterie hier drin ist. Man schleppt also jetzt nicht eine Batterie mit für 400, 500, 600 Kilometer, sondern man schleppt nur eine Batterie mit für rund 60 Kilometer oder 50 Kilometer. Die ist viel leichter, das ist natürlich ökonomisch und die kriege ich auch schnell aufgeladen. Viele fahren ja nur 50 Kilometer, oder? Ja, also die Reichweite ist für den Otto-Normalverbraucher optimal. Also ich habe viel Außendienstmitarbeiter auch in der Kundschaft, die interessieren sich sehr für dieses Fahrzeug, weil es halt wirklich eine Symbiose ist aus Verbrennungsmotor und Elektromotor. Sie sind viel in der Stadt unterwegs, viel in der Innenstadt, sie fahren auf Kundentermine, dazu können sie komplett den Elektromotor nutzen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel von Saarbrücken nach Saarlouis fahren, schalten sie auf Verbrennermotor um. Und in Kombination mit der Bremskraftrückgewinnung lädt sich die Batterie wieder durch diesen Lademodus auch nochmal auf, sodass man dann in Saarlouis nochmal rein elektrisch fahren kann. Was auch ziemlich cool ist, ich glaube, es gibt eine Sonderregelung. Wenn ich den gewerblich nutze, zum Beispiel als Dienstfahrzeug, ist die Versteuerung viel geringer. Genau. Bis jetzt war es so, dass man 1% des Bruttolistenpreises versteuert hat über die Dienstwagenregelung in einer Firma oder auch als Mitarbeiter mit Dienstwagenanspruch. Und hier, da das Fahrzeug förderfähig ist, haben wir die 0,5% Regelung. Das heißt, Sie können im Prinzip doppelt so viel Produkt bekommen fürs gleiche Geld. Ja, es gibt auch eine Förderung, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die ging zwar durch die Presse, aber ich muss ehrlich sagen, da wurde jetzt so viel drüber spekuliert, dass ich mir lieber mal kurz erklären lasse, was es denn jetzt an Förderung gibt. Also beim Hybrid, bei unserem Kuga, haben wir die Maximalförderung, die es bei Hybridfahrzeugen geben kann. Das sind in Summe 6.750 Euro. Das ist natürlich gesplittet. Der Staat, also die BAFA, übernimmt davon 4.500 Euro und der Hersteller in Form vom Nachlass 2.250 Euro. Sehr schön. Wenn ich da vorne mal reingucken darf in die Kofferraumhaube, denn man wird wahrscheinlich gar nicht so viel sehen, weil die ganze Technik, aber ich schaue es mir mal an. Wenn er schon sagt, vorne ist kein Platz mehr, dann hat das wahrscheinlich irgendeinen Grund. Ich bin mal sehr gespannt. Gesehen habe ich ihn noch nicht, ist auch für mich eine Premiere, denn ich liebe es doch immer wieder. Im Bereich wäre normalerweise die Batterie, ne, aber hier haben wir die Komponenten vom Elektromotor und deswegen musste die Batterie etwas weichen. Hier vorne sieht man es. Also alles, was orange ist, am besten nicht mit der Gartenschere dran, oder? Ja, richtig. Also es ist keine bekannte Marke eines Kettensägenherstellers, sondern das ist 100% Ford. Okay, ich sehe es schon. Also das sind die Hochvolt-Komponenten, denn ich sag mal, ihr seid speziell geschult auf die Fahrzeuge, das muss man auch sein, aber ich sag mal, das ist für viele auch was ganz Neues. Das Fahrzeug verhält sich auch ganz anders, denn wenn man losfährt, man macht es an, kein Motor geht mehr an, das muss man erstmal üben, sonst kann es auch gefährlich werden, ja? Ja, genau. Also man muss sich schon ein bisschen konditionieren auf die Fahrerei mit einem Hybrid. Allerdings geht das relativ schnell. Also ich habe jetzt 10 Minuten eigentlich gebraucht. In der Regel, wenn man ein paar Dinge beachtet, zum Beispiel, dass das Fahrzeug im Innenraum anzeigt ready, bereit, dann ist das Auto bereit loszufahren. Das heißt, der Elektromotor ist aktiviert, ne? Zum einen. Zum anderen ist es ja nicht nur bei uns als Nutzer, sondern auch bei den Fußgängern. Ford legt einen besonderen Wert auf die Sicherheit der Fußgänger und hat hier praktisch, ich nenne es jetzt mal einfach, eine Soundmaschine eingebaut, die einen synthetischen Ton erzeugt, sodass der Fußgänger direkt hört, wenn ein Ford Kuga vorbeifährt. Ja, ich meine, jetzt nur gefährlich, wenn ich das Auto einfach mal verleihe und jemand hat das noch nie gefahren. Man sollte ihm mal vielleicht mal eine kurze Einführung geben, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber auch das geht relativ schnell. Ford ist ein Hersteller, der arbeitet sehr intuitiv. So, wir fahren mal Probe. Das Licht Full-LED? Das Licht ist Full-LED, genau. Das bedeutet? Das bedeutet, dass das Fernlicht als auch das Abblendlicht mit LED-Scheinwerfern ausgestattet ist. Das hat den Vorteil, es hält wirklich sehr, sehr lange. Das Licht ist sehr, sehr angenehm, hell. Also Leute, die es ein bisschen an den Augen haben, die sind total begeistert. Die sind total begeistert. Wir haben bei Ford auch nochmal eine Steigerung. Wir haben einmal die statischen LED-Scheinwerfer und zum zweiten haben wir die adaptiven. Ne, die sind nochmal einen Ticken besser, weil die Lichtkegel so ausblenden, wie es die Geschwindigkeit und auch der Ort, in dem man gerade fährt, erfordern. Und wir haben ein blendfreies Fernlicht integriert. Das heißt, Sie fahren eigentlich immer mit Fernlicht und bei Gegenverkehr oder vorausfahrendem Fahrzeug wird das dann in dem Bereich ausgeblendet. Marcello, wenn du mir mal kurz verrätst, wie groß du heute bist? Wie? Die Größe. Vom Auto? Nee, von dir. Von mir? Ich bin 1,79 Meter. 1,79 Meter. Ja. Da darfst du mal hinten einsteigen. Ich würde mal gerne mal die Kopffreiheit sehen. Jetzt ist der Sitz ein bisschen zu weit nach hinten, weil wir den eben nach hinten gemacht haben. Und mir das mal kurz zeigst. Man kann sich sogar die Sitzposition
in der vertikalen, in der horizontalen einstellen, richtig? Richtig, also das genau. Heißt, ich kann ein bisschen nach vorne machen. Man kann die Rückenlehne einstellen, wie man möchte, ein bisschen Liegeposition oder ein bisschen steiler. Zeig mal. Ne? Und wie du siehst, also hier nach hinten. Echt? Du bist weg? Warte mal kurz, ich zeig dich mal gerade. Ich bin weg. Kann ich wirklich hinlegen? Man kann sich ein bisschen in Liegeposition bringen. Ne? Das ist der Vorteil, wenn ich einen Babysitz habe und will das schlafen bringen. Das heißt, ich kann das dann leicht nach hinten legen. Das ist auch zulässig. Ich bin dann immer noch angeschnallt, oder? Genau, natürlich. Man ist angeschnallt. In Kombination mit dem Elektromodus ist das Fahrzeug dann beim schlafenden Baby auch sehr schön leise. Oben ist noch Platz, sag mal. Oben ist noch jede Menge Platz. Hier ist zu beachten, wir haben sogar ein Panoramadach drin. Die Kopffreiheit ist beim Panoramadach ca. 1 cm geringer als ohne Panoramadach. Und trotzdem habe ich hier sehr, sehr gute Kopffreiheit. Was ziemlich cool ist, ist die Verarbeitung innen. Also hier sind diverse Elemente nochmal wiederholt. Es sieht schon alles sehr, sehr wertig aus. Wir sitzen wirklich in einem Ford. In der Tat. Also ich bin jetzt seit über 10 Jahren bei der Marke und es ist einfach phänomenal, welche Entwicklung diese Marke in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Ich bin hellauf begeistert. Also egal von welchen Produkten, was Ford an den Markt bringt, man hat einfach gesehen, dass diese Marke sich entwickelt. Und ich finde es auch immer wieder schön zu sehen, dass wir viele Fremdfabrikatsfahrer in Anführungsstrichen für die Marke gewinnen können. Okay, super. Ja, es gibt ja viele Werksangehörige. Können wir uns ja gleich mal im Auto drüber unterhalten. Wir steigen mal ein. Wir haben draußen einen vorbereitet. So sieht er denn aus im Tageslichter. Die Farbe, die hat es euch wirklich angetan. Ihr habt beide jetzt in der Farbe bestellt, aber die ist auch gut, oder? Ja, die passt zu dem Auto wirklich wie angegossen. Es sieht aus wie weiß im Video. Es ist nicht weiß. Ihr müsst die live erleben. Ihr müsst herkommen zum Autohaus Punk und müsst euch das mal angucken. Die changiert ein bisschen, oder? Definitiv. Das ist so wie so ein Perleffekt. Ne? Wenn man hier drüber schaut, man hat hier schön Farbnuancen, man hat die ganzen Metallic-Partikel hier drin. Die stechen richtig aus dem Lack raus, je nachdem, wie die Sonne drauf scheint. Ne? Steig mal ein vorne bitte, denn wir müssen gerade mal die CO2 noch abfilmen. Das machen wir gerade. Ich sag mal, auch vorne sitzt man wie angegossen. Ich habe vielfältige Möglichkeiten der Verstellung. Ja, richtig. Also wir können wie gewohnt die Sitze natürlich in der Länge verstellen, in der Höhe verstellen. Wir haben eine Lordosenstütze. Wir können die Neigung verstellen. Wir haben hier jede Menge Fußraum. Das Lenkrad ist in der Höhe und der Länge natürlich verstellbar. Also wir können hier ganz individuell alles einstellen für jede Körpergröße. Sehr schön. Da vorne sieht man noch ganz viele Elemente. Ihr habt ein tolles Soundsystem drin von Bang & Olufsen? Richtig, genau. Bang & Olufsen Soundsystem inklusive einem Verstärker und einem extra Subwoofer, Premium-Lautsprecher. Also der macht Bums, oder? Klangerlebnis pur. Ja. Genau, das klingt, also es macht nicht nur Bums, es klingt auch gut. Wie liegt das Fahrzeug ungefähr am Preis hier, wenn ich jetzt Prämie alles abgezogen habe im Moment? Das hier ist ein Vorführwagen, wie gesagt, der hat einen Listenpreis von knapp 46.200 Euro. Wir haben ihn momentan im Angebot als Vorführwagen für 34.900 Euro und hier geht dann noch die staatliche Prämie ab. Nochmal, der kostet jetzt als Vorführwagen 34.900 und die Prämie geht nochmal runter. Minus die staatliche Prämie, genau. Und die 16% Mehrwertsteuer, wenn ich gewerblich bin, die könnte ich mir auch noch abziehen. Die kann man auch noch abziehen. Wenn ich gewerblich bin. Wenn Sie gewerblich sind und die ist nämlich hier inklusive. Die ist hier inklusive. Ja, ihr habt einen speziellen Garantieschutzbrief, siebtes Jahr bis 70.000 Kilometer, der kostet 900 Euro. Das heißt, der hat dann 7 Jahre, nee. Richtig, genau. Wir haben die Möglichkeit bei Ford, alle Ford-Neufahrzeuge bis 7 Jahre oder 140.000 Kilometer abzusichern gegen unerwartete Schäden und das Ganze zu einem Preis von 900 bzw. 1400 Euro. Ist das ein Witz? Das ist kein Witz und das ist nur eine Einmalzahlung. Und das muss doch jeder machen, oder? Es macht auch so gut wie jeder, weil einfach das Risiko in Anführungsstrichen überschaubar ist. Man hat planbare Kosten, man hat das Fahrzeug und wenn irgendwas Unerwartetes drankommt, übernimmt das zu 99% die Ford-Neuwagengarantie. Sehr schön, ich komme mal kurz auf deine Seite, okay? Steigen wir mal ein. Das ist auch für mich jetzt Premiere. Hier vorne steht es auch Titanium. Das ist wahrscheinlich so die Speerspitze. Richtig, genau. Also wir haben insgesamt 7 Ausstattungsvarianten. Das hier ist jetzt ein Titanium X. Der zeichnet sich aus durch die Lederstoffkombination, die wir hier drin haben. In diesem Modell haben wir auch noch das Panoramadach mit drin, die elektrische Heckklappe. Wir haben Navigationssystem an Bord. Wir haben das Bang & Olufsen Soundsystem, wir haben ein Winterpaket mit Sitzheizung, beheizbarer Frontscheibe. Ich komme schon also, nicht mehr mit. Also es ist voll. Umfangreich ohne Ende. Also hier bekommen Sie wirklich ein sehr gut ausgestattetes Fahrzeug. So, bitte noch nichts machen. Ja. Er schnallt sich erstmal an und da lacht er, der Marcello. Denn ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Nee, denn er lacht nämlich deswegen, weil ein Elektrofahrzeug, wenn man Vertriebler ist und kriegt von jedem zweiten Kunden zu hören, habt ihr schon Plug-in-Hybrid und kann nichts sagen, kann nur der kommt, jetzt ist er da.
Richtig, genau. Es war schon ein sehr befreiendes Gefühl, dass wir das Auto endlich mal zeigen konnten. Man hat ja viel in der Presse gelesen und viel gesehen. Die Fahrberichte sind phänomenal. Aber es ist schon was anderes, wenn man das Auto live erleben kann. So, hier vorne ist ein Anschalter. Der Schlüssel muss nicht reingesteckt werden? Nee, der Schlüssel ist mittels des Keyfree-Systems einfach in meiner Hosentasche. Ich starte jetzt hier das Fahrzeug auf dem Engine-Start-Stop-Knopf und schon ist er an. Wie eben erwähnt, zu erkennen an dem Ready bedeutet, der Elektromotor ist eingeschaltet. Genau, das Radio machen wir aus wegen der GEMA. Aber ist jetzt fahrbereit. Klima läuft jetzt auch schon? Die Klima läuft jetzt auch schon. Die Klimaautomatik ist natürlich zwei Zonen, links und rechts voneinander getrennt regelbar. Was wir bei Ford auch seit dem neuen Ford Focus haben, ist die Klimaautomatik in drei Stufen. Das heißt, wenn es mal zu viel bläst aus dem Gebläse hier raus, kann man einfach hier über die drei Automatikstufen auch die Intensität einstellen. Oh, die geht so gut gerade. Das heißt also, da ist jetzt nicht eine normale Klimaanlage drin. Ich glaube, das ist eine spezielle Klimaanlage, ein Kompressor mit drin, der besonders sparsam ist, richtig? Genau, bei dem Hybridmotor ist das so kombiniert. Die ist auch möglich, damit zu heizen mit dem Kompressor? Ich glaube ja. Aber das ist nicht so schlimm, das guck mal nach. Der DAB Plus ist drin. Wir machen mal ein bisschen Werbung für SR1. Bis zum Jahresende muss ja sowieso jedes Radio mit DAB Plus ausgestattet sein. Hier ist es mit drin. Und das Coole ist, man kann wahrscheinlich das Handy sehr, sehr intuitiv damit koppeln. Richtig, genau. Also wie heute Stand der Technik ist, können wir das mit dem Apple CarPlay kombinieren oder Android Auto. Das bedeutet, man kann das Display oder sein Handy zum größten Teil auf unser Display spiegeln. Was ich aber erwähnen möchte, ist, dass wir ein phänomenales System an Bord haben. Das nennt sich Sync 3. Und Sync 3 ist einfach diese Kombination, die wir hier auch verbaut haben, aus Navigation, Sprachwahl für Telefon und für Navigation. Wir haben die Bluetooth-Schnittstelle, wir haben Notrufassistent mit an Bord, wir haben dieses E-Call, was wir natürlich an Bord haben müssen. Aber das haben wir auch schon serienmäßig, schon seit längerem und sind auch da Vorreiter mit unserem. Das ist da vorne die Taste SOS. Genau. Aber die löst sogar automatisch aus, wenn ein Airbag auslöst. Richtig, genau. Also wenn Gefahr erkannt ist mit ausgelöstem Airbag oder halt manuell durch Drücken des SOS-Knopfs wird die jeweilige Notrufzentrale in dem jeweiligen Land auf der jeweiligen Landessprache angewählt. Das Coole ist, die weiß auch genau, wo ich stehe. Richtig, genau. Das weiß das Fahrzeug und beziehungsweise die Notrufzentrale immer ganz genau, weil wir hier ein Modem verbaut haben. Das ist das Connect-Modem, was wir fast in allen Ford-Fahrzeugen mittlerweile verbaut haben. Und das Connect-Modem ist in Kombination mit unserer Ford-Pass-App auch umfangreich nutzbar. Bei dem hier zum Beispiel können wir das Auto mit der App verschließen, wir können es öffnen, wir können es fernstarten. Wenn man zum Beispiel im Winter das Auto zugeeist hat. Fernstarten? Ja, genau. Ne? Also man hat die Windschutzscheibe, das Auto ist ein bisschen zugeeist, man möchte 5 Minuten vorher. Gut, es geht ja auch kein Motor mehr an, die Batterie macht es ja. Das macht ja die Batterie. Ne? Okay, cool, wir fahren mal los. Ja. Als das Auto kam, also vielleicht mal ganz wichtig vorher, es gibt das Fahrzeug nur mit Automatik. Das Fahrzeug gibt es nur mit Automatik, genau. Das ist ein stufenloses Automatikgetriebe, was von alleine die Kraftübertragung steuert. Bitte schön. Was ist zu tun? Zunächst ist zu tun, dass wir entscheiden möchten, wollen wir im Hybridmodus fahren. Das heißt Benzin und Elektro kombiniert. Das können wir hier mittels dem EV-Schalter, dieses also, Electric Vehicle, ja. Genau. Durch draufdrücken kommt der Status im Normalbetrieb. Wir können dann das zweite anwählen, indem wir auf rein elektrisches Fahren gehen. Wir können auf 94% Reserveenergie für später sparen. Mhm. Oder wir können Motor lädt Batterie auf. So, diese Variante ist natürlich die Variante, wo am meisten Benzin verbraucht. Ne? Also die Angaben, die wir natürlich irgendwo niedergeschrieben haben mit 1,2 Liter Benzinverbrauch, das haben wir nur in dem Hybridmodus. Super, wir fahren mal los. Denn gewöhnen muss man sich dran, es ist sehr lautlos, aber gewöhnen wir sich schnell dran, ne? Ja, auf jeden Fall. Es hat sowas von Eleganz. Man gleitet dahin. Und man hat auch das Gefühl, dass das Fahrzeug irgendwie sich auch ganz anders verhält. Ne? Also vom Durchzug her. Es ist einfach ein Gleiten ohne Ruckeln. Krass, und dann noch stufenloses Getriebe mit drin. Genau. Ist so wie so ein, ja, wie so ein Go-Kart-Fahrer. Das ist ja Wahnsinn. Also es ist wirklich, am Anfang muss man sich, wie gesagt, kurz dran gewöhnen. Und dann fühlt man sich schon zu Hause. Zu Hause, genau. Sehr schön. Ja, ich bin ja immer noch geflasht, dass Ford jetzt
dieses Auto auch als Plug-in gemacht hat. Wenn Ford irgendwas macht, dann machen die das nicht nur hoppla hopp, sondern wenn dann richtig, oder? Richtig, genau. Also wir haben zum Beispiel, wenn man sagt, man macht es richtig, ich war mal auf einem Seminar gewesen, da haben sie uns nahegelegt, warum Ford einfach die besten Fahrwerke in Europa hat. Und das liegt ganz einfach daran, weil wir live auf der Strecke, also die Ford-Ingenieure, diese Fahrwerke einstellen. Wir haben bis zu 70 Prüfzyklen, bis ein Fahrzeugfahrwerk eingestellt ist. Mitbewerber machen 3 bis 4 und simulieren den Rest am Computer. Also Ford, was sie in die Hand nehmen, das ziehen sie auch durch. Ihr testet die Autos. Gibt es eine Möglichkeit, hier das darzustellen, was gerade passiert mit der Batterie in der Mitte? Ja, wir haben hier auf den Mobile Apps, können wir hier die Energieverteilung anwählen. Und hier sehen wir jetzt ganz schön, dass wir beim regenerativen Bremsen sind. Das bedeutet, ich gehe vom Gas runter, das Fahrzeug kommt in den Schubbetrieb und bremst automatisch ab und lädt damit die Batterie. Jetzt sagt mir das Display, dass wir im elektrischen Fahrmodus sind. Und wenn ich jetzt mal kurz, während die Ampel rot ist, umschalten darf, dann gehe ich jetzt mal auf Motor lädt Batterie. Da wirst du gleich sehen, dass vorne... Moment, ich fahre jetzt umgeschaltet. Ah, elektrisch fahren noch. Wahrscheinlich das Anfahren ist dann elektrisch. Regeneratives Bremsen, elektrisch fahren und... Ja, es kann auch sein, dass das in bestimmten... Dass wir zu langsam sind. Genau. Zu langsam sind, ja. Wir sind jetzt gerade am Bahnübergang, da konnte ich jetzt keine hohe Geschwindigkeit fahren, genau. Ja, ich denke mal, wichtig ist, alle Fahrzeuge ausprobieren. Das heißt, Probefahren, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann sich, ich kann nur jedem empfehlen, kaufen Sie kein Auto, ohne dass je Probe gefahren zu sein. Denn es gibt ja auch so Angebote, zahlt 1000 Euro an, bin noch nie gefahren, man muss drin sitzen. Ja, also ich sag mal, die Probefahrt ist schon ein Erlebnis, was die Sinne anspricht. Ne? Und ich meine, die Autos sind ja heutzutage keine kleine Investition mehr, sondern das ist ein Traum, den man sich verwirklicht. Und dann sollte man so ein Fahrzeug auch Probefahren. Und aufgrund der Tatsache, dass wir halt ein sehr, sehr großes Autohaus im Saarland sind, wenn sogar nicht das größte, haben wir so gut wie alle Autos auch zum Probefahren. Das ist so. Ja, elektrisch fahren, das ist schon cool. Jetzt hat er wieder gebremst, regeneratives Bremsen. Was mir gefällt ist, also wenn ich zum Beispiel eine Passstraße runterfahre, das spart natürlich auch Bremsbeläge, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man hat zwei Möglichkeiten. Man kann ja entweder mit der Fußbremse bremsen und wenn du hier einmal auf den Shifter, auf diesen Automatikshifter filmen möchtest, wir haben hier die Stufe L. Mhm. Die Stufe L erhöht die Rekuperation, das heißt, das Auto bremst ab, stärker und lädt dadurch mehr. Ne? Das macht man dann, wenn man in den Ortseingang reinfährt oder man fährt auf eine Ampel zu, da wo man sowieso runterschalten würde und bremsen würde. Dann drückt man hier drauf. Was ich total cool finde, du hast gerade die gelbe Lampe am Leuchten. Das heißt, genau. Du hast wenig Sprit, das ist dir ziemlich egal, weil das Ding ist ja voll. Richtig, ich habe 55 Kilometer Elektroenergie. Ich zeige das mal gerade. Ja. Er ist hier ganz entspannt. Normalerweise wird man sofort sagen, ey, ich muss zur nächsten Tankstelle, aber er hat ja noch 55 Kilometer. Du, bist aus welchem Ort kommst du? Ich komme aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken. Das heißt, Anfahrtsweg hier von dir hierhin? Ich habe ca. 12 Kilometer. Also für dich wäre ein Auto hier optimal, oder? Das ist perfekt. Also ich fahre das Fahrzeug ja auch als Dienstwagen und es ist einfach super. Ich brauche nur das Auto in eine Steckdose zu stecken und er lädt über Nacht. Ja, das ist cool. Also eine normale 230 Volt Steckdose langt übrigens, weil die Batterie ja so klein ist, ist die in 5-6 Stunden voll. In Frankreich übrigens, mein Stromanbieter, der teilt mir das immer mit, der ist von 23 Uhr bis um 5 Uhr morgens, kostet der Strom nur die Hälfte. Das ist ja phänomenal. Ich denke, in Deutschland wird es dann auch sowas geben. Ja, das sind so Zeiten, also wo der mir mitteilt, das ändert sich zwar schon mal, aber da kann man das einprogrammieren. Über die App kann ich ja, glaube ich, sogar programmieren, wann das Auto geladen wird, oder? Genau, man kann eine Abfahrtzeit einstellen, wann man das Fahrzeug geladen haben möchte. Somit kann man dann den Zeitrahmen auch festlegen. Ja, super. Also erster Eindruck, wir machen auf jeden Fall nochmal eine detaillierte Probefahrt. Also du bist begeistert? Ich bin begeistert, perfekt. Ja, aber du willst das Auto ja auch verkaufen. Das stimmt, auch das ist mein Geschäftszweck. Aber es ist schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein Fahrzeug, was alle Sinne anspricht. Wir haben hier auch, das darf man auch nicht vergessen, wir haben in einem Fahrzeug, das irgendwo in der Kompaktklasse liegt, in Anführungsstrichen, haben wir Komponenten eingebaut, die gibt es aus der Flugzeugtechnik. Ne? Wir haben hier Active Noise Cancelling drin, hier in dem Auto. Was ist das? Active Noise Cancelling ist eine aktive Geräuschunterdrückung. Wir haben verschiedene Mikrofone im Fahrzeug und diese Mikrofone erfassen die Umgebungsgeräusche. Und, ist das ein Witz? Nee, das hat der drin. Und der hat Active Noise, also was die Kopfhörer haben von Bose genau, zum Beispiel. Genau, das haben wir bei dem Hybrid mit verbunden.
verbaut. Auch bei unseren Vignalen-Editionen haben wir das immer mit drin und bei dem Hybrid ist das mit drin. Was auch ziemlich cool ist, die Freisprechrichtung, das Mikro ist direkt über dir. Normalerweise hört man die Leute beim Freisprechen nicht gut. Du hast mir erzählt, das klingt so brillant, als hätte ich einen Hörer in der Hand. Ja, dadurch, dass das Mikrofon auch sehr sensibel ist und auch eine aktive Rauschunterdrückung hat, hört der Gesprächspartner mich exzellent. Das ist ja spooky, oder? Es ist fort. Ja, wenn ich das Auto kaufen möchte, ihr habt 50-jähriges Jubiläum dieses Jahr, könnt leider nicht feiern wegen Corona. Habt ein großes Fest, vielleicht wird das ja noch nachgeholt. Ja. Aber das Auto Probefahrt kann ich hier machen bei dir? Jederzeit. Von 8 bis 18 Uhr ist der Verkauf geöffnet. Ich freue mich auf jeden Kunden, der anruft, der das Auto mal erleben möchte. Und ich freue mich drauf, das Auto auch dann vorstellen zu können. So, jetzt habe ich noch eine kleine bittere Wermutspille, denn euch gibt es zweimal, also nicht nur dich. Genau. Und ich sag mal, euer Team hier mit 15 Leuten, sondern das Haupthaus ist in Völklingen? Das Haupthaus ist in Völklingen. Das ist unser, ich sage jetzt immer, unser Mutterkonzern, weil das ist unser ganzer Stolz. Wir haben in den letzten Jahren auch sehr viel renoviert, sehr viel gebaut in Völklingen. Und unser Völklinger Standort ist halt auch unser Vorzeigeobjekt. Und wir können natürlich dann hier in dem Saarbrücker Standort auch von dem Völklinger partizipieren. Wir können auf den gesamten Bestand zugreifen, alle Vorführwagen, alle Dienstwagen, Neuwagen. Wir können auf alles zugreifen. Ne? Das heißt also, der Kunde. Aber das Hand in Hand quasi. Also ich bin ja oft, ich wohne in Alzing, fahre ich hier vorbei, da ist ganz oft ein Autotransporter, der hier davor steht. Das heißt, ihr könnt auch die Autos hin und her fahren, wenn mal schwierige Aufgaben zu machen sind, die ihr nur drüben machen könnt. Wie zum Beispiel ist was kaputt, die arbeiten an. Am Lack zum Beispiel, die werden wahrscheinlich drüben gemacht, oder? Genau. Wir bieten hier an dem Autohaus ein komplettes Schadensmanagement an. Das heißt, über unsere Autohausagentur der Nürnberger Versicherung steuern wir das Schadensmanagement hier im Haus. Und die Karosseriearbeiten werden in Völklingen durchgeführt, weil wir in Völklingen eine große Karosserieabteilung haben. Und dadurch, dass wir ein Gebäude und ein Haus sind, eine Familie sind, ist das Hand in Hand. Du sagst das immer so, ein Haus, eine. Aber ich glaube, du meinst das auch so. Du bist schon wirklich lange dabei. Seit über 10 Jahren. Und wir sind miteinander gewachsen. Und es wächst nicht nur das Haus, sondern auch das Herz. So, 50 Jahre Autohaus Bunk. Was würdest du denn den Kunden und allen sagen zu den 50 Jahren? Ich meine, wir sind natürlich im Fernsehen. Du könntest jetzt mal was sagen. Sag mal was. An dem Punkt möchte ich mich bei allen unseren Kunden bedanken für die Treue, für die Zuversicht immer wieder und für die einfach für das Durchhaltevermögen, auch mal das ein oder andere warten zu müssen auf einen Termin, weil wir halt auch so eine große Kundschaft haben. An dieser Stelle von mir herzlichen Dank. Allen Neukunden, alle, die wir neugierig gemacht haben, möchte ich an diesem Punkt einfach bitten, einfach auffordern, kommen Sie zu uns rein. Wir haben durchgehend von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Sie, denn Sie sind der Motor, der uns antreibt. Boah, du solltest Radiomoderator werden. Ich finde das so toll, was du machst. Nee, wirklich. Ich drehe noch ganz viele Videos mit dir. Man findet euch zweimal. Einmal hier in der Großbittersdorfer Straße, korrekt? Ja, richtig. Großbittersdorfer Straße 291. So, und einmal natürlich in Völklingen. Da seid ihr so dermaßen unübersehbar. Das heißt, man fährt einfach Autobahnabfahrt Völklingen raus und dann fährt man über die Brücke hinter der Aral, ist es, glaube ich, dann rechts. Hinter der Shell-Tankstelle rechts, gegenüber der Aral, genau. Ja, gegenüber der Aral. Ja, vielen Dank. Marcello Porta. Sehr gerne. Allein der Name ist schon ein Klang in meinen Ohren. Und wenn ihr Interesse habt, ruft ihn an, macht eine Probefahrt und fahrt den neuen Plug-in-Hybrid oder ganz viele andere Modelle von Ford. Ihr habt wirklich nahezu alle Fahrzeuge. Danke, Marcello. Gerne, sehr gerne. Vielen Dank an dich.